Willkommen zu Episode 46 von Ask BNM und wir unterhalten uns heute über Corporate Identity. I work hard every motherfucking day. Herzlich willkommen Leute, mein Name ist Christian Niff, ich bin CEO bei Boyenman und Episode 46 dreht sich heute um ein sehr altes Thema, was sich aber in den neuen Medien gerade so ein bisschen neu definiert oder neu definieren sollte. Und deswegen frage ich, Mera, hast du die Frage? Eine sehr, sehr gute Frage, die auch unglaublich wichtig ist, denn sie brennt vielen Unternehmern und auch vielen Social Media Managern, glaube ich, auf der Seele. Hier bei Boyenman sind wir eigentlich absolut dafür, dass wir keine richtigen CI Guidelines oder auch Look Guidelines verwenden wollen, sei es für unseren eigenen Content, aber auch für den unserer Kunden, einfach aus dem Grund, weil uns durch die Einschränkung, die wir dann haben für ja ein gewisses Wording oder für einen gewissen Look, wir viel weniger testen können, was tatsächlich uns vorantreibt. Also ich verstehe, dass ein Unternehmer eine gewisse Definition haben möchte für seine Marke, aber was dann eben verloren geht, was wir nicht testen dürfen, weil subjektiv dann Menschen auf dich zukommen können, sagen können, ja, das ist nicht die Marke, was ja auf irgendeiner Metaebene ist, die gar nicht greifbar ist, außer eben das eigene Bauchgefühl. Und wer ein paar Folgen von Ask BNM gesehen hat oder auch von unseren Daily-Folgen von damals, weiß, dass wir uns relativ wenig um unser eigenes Bauchgefühl verlassen und lieber die Daten sprechen lassen. Also wir sind definitiv Freunde davon, sehr, sehr viel auszuprobieren. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal den aktuellen Instagram-Feed von Louis Vuitton anschaut, da wird euch auffallen, zumindest aus meiner Sicht, dass diese ganzen GIF-Postings, die sie machen, die auch in diesem Stop-Motion-Look oftmals zusammengeschnitten sind, ja eigentlich überhaupt nicht einhergehen mit dem, was sie sonst machen oder ja, wie man wahrscheinlich eine Luxusmarke eigentlich darstellen würde. Also das, ich glaube aber, dass das Chanel auch gemacht hat. Vielleicht kann man das gleich mal hier einblenden, insofern das Chanel gemacht hat. Also es kommt immer drauf an, wer das macht. Also wenn wir jetzt mit einem kleineren Schmuckkunden sowas machen, sind die Leute natürlich viel eher am Start und sagen, das sieht nicht aus wie die Brand, das sieht ja ganz anders aus. Wenn es Louis Vuitton macht, ist es auf einmal cool. Ich denke wirklich, dass es da einfach drauf ankommt, inwiefern das Engagement ist, wie die Zielgruppe ist. Wir können nicht für alle Zielgruppen gleichen Content kreieren oder wir sollten verschiedene Zielgruppen verschieden ansprechen können. Uns muss bewusst sein, dass das früher eben nicht möglich war. Durch die ganzen Media Buyer oder durch wo ich eigentlich Werbung machen konnte, durch Instagram und durch Facebook, haben wir schon oft genug besprochen, ist das möglich und wir sollten das eben für uns nutzen. Das heißt, wir sollten uns nicht festfahren in eine Richtung und glauben, dass wir die Wahrheit gefressen haben, sondern wir sollten konstant testen, konstant neue Looks ausprobieren und natürlich zumindest sagen wir mal, einen Anker setzen, wo wir sagen, okay, daran orientieren wir uns, aber dort drumherum, je mehr kreative Freiheit wir haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wachsen können und das ist euch ja allen nachweislich wichtig. Deswegen, was ist meine Antwort? Das ist meine Antwort. Ich würde nicht im klassischen Sinne CI-konform Content produzieren, auf Instagram, sondern ich würde so viel wie möglich ausprobieren. In diesem Sinne war es das auch schon. Folge 47, nächste Woche. Wer dran ist, weiß ich gerade gar nicht, aber es wird sicherlich wieder eine spannende Frage sein. Und ich wurde gebeten, folgenden Satz zu sagen. Abonniert uns, klickt auf Abonnieren, folgt unseren Seiten. Wir brauchen hier eine Community. Leute, macht's gut, bleibt sportlich, bis bald.
I fuck with that at all. I work hard every motherfucking day.